Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe hier allerhand vor mir stehen von der Marke Kiko. Ja, teilweise aus meiner Sammlung, teilweise auch jetzt neu bestellt. Und ja, wenn du Bock auf ein Fullface Kiko hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich persönlich habe auch noch nirgendwo irgendwie mal einen Kiko Store oder so gesehen. Ich bin halt ein Landei, das gibt es hier bei uns in der kleinen Provinz nicht. Ich bestelle das immer online, ne, und verlasse mich dann auch immer ein Stück weit drauf, dass es dann auch funktioniert. Und die haben eigentlich auch echt eine schöne Qualität. Vor allem haben die richtig tolle Verpackungsdesigns. Limited Edition gibt es immer relativ lange. Also ne, da muss man jetzt nicht irgendwie sagen, oh mein Gott, die ist raus, da muss ich sofort alles kaufen. Die gibt es recht lange und dann sind auch die Produkte sehr schnell, sehr krass reduziert. Hier habe ich jetzt aus der Holiday Premiere Reihe diesen Primer, der in so einem Glastiegel kommt und einfach extrem schön aussieht. Also das ist mal ein heftiger Primer, ne? Ist richtig krass. Also im Prinzip aufgemacht wie so eine Creme, aber der ist halt total so, ja, so silikonmäßig unterwegs, ne? Ist jetzt ein bisschen spektakulär, weil ich werde jetzt einen neuen Primer und zwei neue Foundations austesten. Mal gucken, wie das dann so hinhaut. Der riecht doch, ja, irgendwie nach, ja, weiß ich nicht, so Zitrusfrüchte, würde ich mal so sagen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass er zwar Feuchtigkeit spendet, aber optisch gesehen mattiert der doch, oder? Also ich mag das eigentlich wohl leiden, auch wenn ich eher so die glowy, powy Lady bin. Aber ich glaube, dass der einfach sehr ausgleichend ist. So könnte ich das beschreiben. Ja, muss man jetzt natürlich noch ein bisschen mehr verwenden, weil ja, der Deckel und so, ne, da ist jetzt noch allerhand drauf. Aber es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Es ist ganz interessant. Es fühlt sich nasser an, als es auf dem Gesicht aussieht. Also vielleicht auch wirklich für diejenigen, die eine trockene Haut haben, aber ein mattes Finish bei der Foundation mögen, eine ganz gute Geschichte. Apropos Foundation, da habe ich mir zwei bestellt. Da starte ich einfach mal mit der Unlimited Foundation Longwear and Confort. Ja, da habe ich natürlich eins eher, also eine relativ helle Farbe, ne? Das ist auch ein Glastiegel und preislich ist Kiko, ich würde mal sagen, so ein bisschen wie nix unterwegs. Okay, die hat doch wohl einen Gelbstich, ne? Ja, ich hoffe, dass es nicht zu krass wirkt. Oha. Okay, ja, schön hell. Das gefällt mir. Das passt zu meinem Ton. Ließ sich jetzt auch ganz gut verteilen. Die Nähe sagt, ich setze mich in jede Pore rein und betone sie. Das ist ja uncool. Das ist wirklich uncool. Naja, it is wie it is, ne? Also das habe ich jetzt hier erstmal so ein bisschen aufgetragen. Mal gucken, ich habe jetzt hier auch ein Schwämmchen von Özlem, es ist der Blendlem. Wenn ich das damit einarbeite, ob das damit besser funktioniert. Manchmal ist es ja so, dass wenn man sich Foundation aufträgt, dass sie dann im Laufe der Zeit sich besser mit der Haut verbindet. Mal gucken, macht es jetzt aber nicht unbedingt besser. Das könnt ihr euch gleich gerne mal aus der Nähe anschauen. Ich glaube, da können wir es ganz gut hier so im Bereich sehen, ne, wo meine Poren vielleicht ein bisschen sichtbarer sind. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Ich meine, aus der Entfernung geht's, aber aus der Nähe, ne? Das mag ich halt nicht so gerne leiden, muss ich gestehen. Nö. Ich habe auch wirklich noch keine Kiko Foundation so für mich gefunden, wo ich sage, Mensch, die ist richtig gut. Mal gucken, ob diese Insta Moisture Glow Foundation besser ist. Habe ich in der Farbe 2 eher. Da war nämlich das hellere leider schon ausverkauft. Mal gucken, auch hier haben wir so einen Glaspumper. Die ist auf jeden Fall flüssiger als die, die ich jetzt auf der von mir aus gesehen linken Gesichtshälfte drauf habe. Und auch viel, viel orangiger. Also damit könnte ich jetzt gegebenenfalls zum Simpson werden. Ich hoffe nicht. Ja, meinen Pinsel habe ich jetzt etwas sauber gemacht. Ja, die hat auch irgendwie was Öliges mit drin, sodass du da auch ein bisschen mehr Glow auf dem Gesicht siehst, ne? Ja, die sitzt viel, viel besser auf der Haut. Viel, viel besser. Legt sich gar nicht irgendwie in die Poren. Und ja, sie ist ein bisschen dunkel. Ich denke, dass ich die dann im Sommer ganz gut vertragen könnte, ne? Geht klar, gerade so von der Farbe her. Ja, das jetzt nicht unbedingt, aber das werde ich dann nach unten ein bisschen verblenden. Aber ich mag sie von der, wie soll ich das sagen, von der Art und Weise. Also hier sieht man auch Glow, was ich schön finde. Die Poren sind nicht so betont, ne, dass sie so gefüllt sind mit Foundation. Ich finde das einfach nicht schön. Und also bei mir mag ich das überhaupt nicht. Und ja, deswegen gebe ich mir das jetzt einfach nochmal so ein bisschen drüber. Und gebe es auch gleich ein bisschen noch auf die andere Seite wahrscheinlich mit drauf.
Die mag ich wirklich gerne. Wenn die jetzt noch ein bisschen heller gewesen wäre, warum kaufe ich mir die auch so teuer, so dunkel selber? Schuld, Claudi. Ganz ehrlich, ne? Aber die ist für trockene Haut oder für meine trockene Haut viel, viel besser geeignet. Die finde ich gerade richtig, richtig gut. Sehr empfehlenswert. Aber die andere, die wird direkt weiter wandern. Stimmt, Concealer habe ich mir auch einen bestellt. Der ist aus der Limited Edition, denn die aus dem Standardsortiment sind nicht ganz so mein Vibe bislang gewesen. Aus der Crazy 90s Limited Edition. Incredible Duo Stick Concealer in der Farbe 01. Also ich werde nur das Ding hier oben verwenden, ne? Weil hier unten ist noch so ein Verblendeding. Das mache ich einfach lieber mit einem Schwämmchen oder so. Genau, hier kannst du auch hochdrehen. Und genau, sowas kann man ganz gut verwenden. Auch so punktuell für Pickel und so weiter. Ich versuche das jetzt mal mit einem Schwämmchen. Aber ich glaube, das wird schwierig, weil der halt schon sehr fest ist, ne? Ich glaube, das geht besser eigentlich mit einem Finger oder mit einem Pinselchen, genau. Jetzt habe ich hier den Concealer ein bisschen eingearbeitet. Es geht schon, aber ich finde, man sieht auch so ein bisschen, dass ich hier zum Beispiel so eine Art Kante habe oder so, ne? Das ist dann manchmal so der Fall, wenn man, wenn die Texturen nicht so wirklich miteinander arbeiten wollen. Das heißt, ich versuche es mal auf der anderen Seite mit dem Finger, weil manchmal ist es so, wenn du auch so eine Stick-Geschichte hast, mit der ja, Körperwärme, dass das Ganze besser verschmilzt. Optimal ist es auch nicht, ne? Weil das schon sehr, sehr, sehr matt ist. Sehr, sehr matt. Also das mit dem Finger zu verteilen, ist schon eine Herausforderung. Vielleicht mit dem Schwämmchen hinterhergehen. Ja, das nimmt auf jeden Fall nochmal überschüssiges Produkt runter. Ich habe sowieso mit dem Schwämmchen noch gar nicht meine Foundation eingeblendet. Aber das muss eigentlich auch gar nicht so doll. Egal. Wir machen das jetzt einfach mal so. Jetzt kann ich ja mal mit einem Pinsel versuchen. Da habe ich so einen ganz fancy Pinsel. Wo kommt der eigentlich weg? Von Nirede, Taper Detail. Der war bestimmt mal irgendwo in der Goodiebox drin. Vielleicht, wenn ich den so nehme. Das ist, glaube ich, einfach ein Problem von dem Concealer. Der liegt halt mehr so auf, ne? Wofür der sich aber eigentlich ganz gut eignet, ist so zum Spot-Concealen. Also für im Gesicht das abzudecken, was die Foundation nicht geschafft hat. Ich hätte fast vergessen, dass ich in meinem Project Pen ja aktuell auch den Deutsche Diva Highlighter habe. Und den möchte ich jetzt gerne auftragen. Das ist einfach ein Liquid Highlighter. Und ich habe zwar nachher noch einen Puder Highlighter, aber ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem hier. Finde den auch sehr schön, weil der einen tollen Glow from Below gibt. Und ja, einfach lange hält. Ne? Das ist einfach hübsch. Ja, ne? Also so knallt er halt ordentlich. Aber gleich, wenn er jetzt auch noch abgepudert wird, wird er ein bisschen wieder dezentiert. Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Von Kiko habe ich, es ist alles Kiko, aus der Holiday Premiere Reihe dieses Setting Face Powder. Das möchte ich jetzt ganz gerne unter meinen Augen verwenden. Und was nehme ich denn jetzt? Ich nehme Powder Puff am besten, den hier. Und genau, das ist nämlich auch ein ganz, ganz helles Produkt. Mit einem Netz drin. Es ist sehr viel Produkt drauf, deswegen ja, wird das hier ein bisschen eingearbeitet. Oh. Oh, wenn ich das so einarbeite, wird das nicht matt, Leute. Da muss man aufpassen. Das hat einen Glow, ne? Also aufpasse. Dann gebe ich mir das hier unter den Augen auf und auch auf meinen Augen. Ja, es weißelt schon, ne? Also das sieht man ganz, ganz dezent. Aber es weißelt. Das heißt, man muss sich dessen so ein bisschen bewusst sein, wenn man das verwendet, dass man halt wirklich das vorsichtig aufträgt und nicht unbedingt dann direkt mit dem Pinsel rein und dann aufs Gesicht, sondern vielleicht irgendwo erstmal ein bisschen abklopfen, einarbeiten, wie auch immer, dass da nicht zu viel Produkt draufkommt, weil ansonsten sieht man aus wie die Wand hinter mir. Aber so auf dem Gesicht sieht es nicht so glowy aus, wie das, was ich gerade in meiner Handinnenfläche gesehen habe. Das, nee. Aber man sieht hier schon so einen Rand, ne? Das definitiv. Also das nur für euch zur Info. Für mich persönlich ist es nicht schlimm, weil ich solche weißelnden Puder, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel wie jetzt auch eine Foundation drauf habe, die vielleicht einen Tick zu dunkel ist, ist es eigentlich ganz gut. Und ich bin halt auch super blass. Aber ich glaube, bei welchen, die medium skin tone sind, haben ein kleines Problem. Dann verwende ich hier auch aus einer Limited Edition Lost in Amalfi das Finishing Powder. Es ist kein Finishing Powder meiner Meinung nach, es ist halt einfach ein normales, gepresstes Setting Powder. So schaut es aus. Und hier habe ich aus, ich weiß gar nicht, das gehörte eigentlich zu dem losen Puder mit dazu, ne? So ein Kabuki, den werde ich jetzt mal dafür verwenden. Also es ist schon etwas fester gepresst als normale gepresste Puder, sage ich mal. Aber es ist kein Finishing Powder wie das, was ich gleich noch verwenden werde, die halt so fest gepresst sind, dass du kaum siehst, dass du überhaupt irgendwas auf dein Gesicht aufträgst, ne? Sieht gar nicht mehr so schlimm aus hier von Gesicht und Hals, ne? Ha! Ja, weil es auch ein bisschen weißelt. Finde ich aber schön. Der Glow kommt nach wie vor von der Glowy-Seite durch.
Und mag ich auf jeden Fall gerne leihen. Meine Base sieht jetzt wirklich immer besser aus. Ich habe hier auch schon wieder so einen Kratzer. Also meine rechte Gesichtshälfte wird echt immer wieder attackiert von meinem kleinen Mann. Und jetzt habe ich aus der Blossoming Beauty Limited Edition dieses Perfecting Powder. Ich meine, guckt euch mal an, wie wunderschön das aussieht. Also das ist wunderschön. Und dann klappst du es auf und hast da drin einfach eine Blume. Ja, das ist schon schön, ne? Also das kann Kiko, das bezahlst du natürlich auch ein Stück weit mit. Ihr seht die Preise ja eingeblendet, aber es ist jetzt nicht exorbitant, dass du dir denkst, oh mein Gott, das ist unbezahlbar. Ich finde, das ist so ein bisschen dieser Vibe von diesen K-Beauty-Geschichten hier, Florazes und so, ne? Und halt in europäischer Art und Weise umgesetzt, weil Kiko ist ja eine italienische Marke. Genau, ein Kabuki eignet sich jetzt eigentlich nicht unbedingt für so ein Finishing Powder. Egal, das gebe ich mir jetzt auch einmal komplett über mein Gesicht, um halt einfach meinem Gesicht ein bisschen Glow zu verleihen. Also es sieht schon schöner aus, finde ich, von der Base her. Das mag ich. Das ist einfach ein schönes Ding, ne? Ja, jetzt kommen wir zu einer LE, die ich so schön fand. Oh Gott. Die Charming Escape. Da habe ich den Silky Bronzer in der Farbe Unique Sienna. Ja, wahnsinnig schön. Einfach wahnsinnig schön. Und das ist der Bronzer. Der ist gar nicht mal so wenig pigmentiert. Ich bin pinselwaschfaul. Ne? Ich gehe jetzt hier auch mit dem Kabuki rein und trage mir das auf. Ich mag die Bronzer von Kiko sehr, sehr gerne. Genauso auch wie die Blushes und so. Bei den Bronzern muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Die sind teilweise richtig stark pigmentiert. Der hier geht vollkommen klar. Und manche haben halt auch so einen Glow mit dabei, den ich nicht so sehr feiere. Ha! Und dann hat er noch so ein schönes Blumenpressing drin und ist so eine schöne Verpackung. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, würde ich sagen. Und ich glaube, dass diese Kiko-Shops oder der Kiko-Online-Shop auch in diesem Igral-Verbund drin ist. Also ich kriege dafür, also ich habe keine Kooperation, ne? Ich habe das irgendwann mal über Mamako Beauty gemacht, dass ich mich da angemeldet habe und das ist so ein Cashback-System. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da gerne aus der Infobox meinen Freunde werben Freunde-Link auch verwenden. Dann kriegt ihr nämlich auch schon mal so ein Anfangsguthaben. Ne? Und wenn ihr dann shoppen geht bei, keine Ahnung, ja, Kiko, bei Douglas, bei Flaconi, wo gibt es da denn noch? Sephora hat das auch, genau. Glossybox ist da, glaube ich, auch noch mit drin. Also es gibt viele verschiedene Shops, die da auch mit in diesem Verbund drin sind. Und da kriegt man halt Cashback. Ich finde es ganz charmant. Also für mich war das jetzt gerade in der Zeit, wo ich sehr, sehr konsumtechnisch unterwegs war, in der Adventskalenderzeit super gut, weil ich da dann auch ein bisschen was zurückbekommen habe. Ne? Aber wie gesagt, in der Infobox verlinkt, wenn ihr möchtet, ist keine Kooperation. Das ist einfach nur aufgrund von, habe ich selber privat so entdeckt und ja, mag's und kann es empfehlen. Auch eine relativ Holiday Premiere hatte ich eben auch schon zweimal, ne? Ja, da habe ich hier diese Iconic Masterpiece Blush Geschichte. Das ist ein Brocken. Und das ist auch so eine Sache bei Kiko. Die haben immer sehr, sehr große oder oft sehr große Produkte. 8 Gramm hast du hier drin. Das ist sehr, sehr klobig, ne? Ich weiß nicht, ob ich das dann so toll finde. Sieht schon süß aus. Kann man nicht anders sagen, ne? Der dürfte auch relativ matt sein. Ich gehe jetzt hier mit meinem Pinsel und halt nur hier oben, ne, da so ein bisschen rein und trage mir den Blush dann hier auf. Ja, wie gesagt, die Pigmentierung ist oft ganz gut. Und ich glaube, mit so einem großen Pinsel kann ich das auch ganz gut verblenden. Aber die Farbe finde ich schon schön. Kann es auf jeden Fall auch mit diesem Pinsel machen, ne? Das geht vollkommen klar. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Sonnenbrand, aber wie ein leichter Sonnenbrand. Ich finde es in Ordnung und ja, mag diesen Blush. Also auch wenn die Verpackung vielleicht ein bisschen schöner, also hochwertiger hätte sein können, weil das ist halt wirklich Pappe, finde ich das Produkt sehr schön. Und irgendwie, auf den ersten Blick, ist diese Verpackung auch eigentlich ganz hübsch. Ne? Was ich aber richtig schön fand, war dieser Highlighter. Da gab es ja auch eine schöne Reihe von, die A Holiday Fable Collection. 2022 müsste das dann gewesen sein. Divine Glow Highlighter in der Farbe 01 Secret Gold. Ich meine, wie wunderschön, ne? Das sieht so hochwertig aus. Und hier haben wir den Highlighter. Der kann was. Der kann was. Hier gehe ich dann nur mit der Spitze von diesem Kabuki rein. Also wirklich so ein Multi-Use-Pinsel, ne? Ist gut was für uns Pinselwaschfaule hier. Und den trage ich dann hier on top drauf. Der ist schön. Also der harmoniert sehr schön. Ich hatte ja schon auch, ne, unten drunter noch den Liquid Highlighter. Passt ganz gut zusammen. Der ist nämlich auch nicht glitzernd oder so. Der ist nicht zu intensiv, aber auch nicht zu dezent. Ich mag den. Kommen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich jetzt auch aus dieser 90er Limited Edition den Beauty Roar. Nee, das ist die Beauty Roar Collection gewesen. War das auch Beauty Roar? Nee, das war Crazy 90s.
Das ist noch eine andere LE gewesen. Das ist so krass, wie viele LEs die immer gleichzeitig online haben. Leute, ich sag's euch. Auf jeden Fall ist es in der Farbe 01 der Augenbrauenstift, der so ausschaut. Wir haben hier ein Spoolie und hier zum Anspitzen einen Stift. Und ich glaube, das könnte auf jeden Fall mal was werden hier. Oha, die Pigmentierung ist auch wirklich da, ne? Da muss man sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen ranarbeiten. Irgendwie sind meine Augenbrauen dadurch auch echt wirklich sehr entfernte Verwandte geworden, ne? Vor allem, die hängt so ein bisschen ab und die geht ein bisschen steil. Egal, das lassen wir jetzt einfach so. Ich glaube, besser kriege ich es jetzt auch gar nicht mehr hin. Und ja, ne, kann man machen, ist jetzt aber wirklich nicht ganz so meine Farbe. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn du das halt aufträgst. Es wird so ein bisschen krümelig, auch wenn, ne, wenn man so malt und so. Da muss man immer wieder auch wirklich nachbürsten, dass das Ganze nicht ganz so komisch aussieht. Ich fixiere mir die jetzt einfach trotzdem mal. Dann nehme ich aber jetzt ein Produkt, was ich aktuell so generell in Anwendung habe von Too Faced. Es ist mein Fluff and Hold Laminating Brow Wax. Jetzt kommt eine Augenpalette, genau, eine Lidschattenpalette. The Little Mermaid. Ich habe den Film jetzt auch gesehen, Leute. Ich fand den schön. Ich fand den wirklich schön. Genau, und hier haben wir die Lidschattenpalette Mermaid's World. Die war ursprünglich einfach viel zu überteuert. Ist jetzt reduziert worden im Sale und dann habe ich sie mir auch geholt. Die erinnert optisch an eine sehr, sehr teure Palette und hat einen matten Ton drin. Das ist dieser dunkle und drei Schimmertöne. Mal gucken, was wir damit zaubern werden, weil das ist ja mal gar nicht so einfach. Kann ich mir wirklich fast schon vorstellen, dass der hier an den unteren Wimpern kratzen möchte, ne? Der matte Ton ist sehr, sehr aschig, aber auch irgendwie schön. Also das finde ich sogar ganz gut, weil ich glaube, dadurch kann man den auch ganz gut verblenden. Ja, dieser rosa Ton ist Duochrome, richtig krass. Der hat auch so Gold- und Rosa-Flexe mit drin. Auch dieses Blau oder Türkis, das ist der Hammer. Das ist richtig schön. Das ist voll mein Vibe. Und jetzt kommen wir zu dem hellen Schimmerton, der Goldschimmer mit drin hat, aber auch so ein bisschen ja rosere Flexe. Der wäre vielleicht nicht hell genug für den Innenwinkel bei mir. Da müssen wir einfach mal gucken, wie das so hinhaut, ne? Also, ich versuche jetzt zuallererst mit diesem dunklen Ton auch wirklich irgendwie in die Lidfalte oder so zu geben. Okay, es geht auch dezent. Es muss nicht so super krass doll werden, ne? Das sieht sogar richtig gut aus, finde ich. Also, ne, das wird jetzt ja gleich noch mit den anderen Tönen etwas aufgehellt. Aber ich finde, für so einen Ton sieht das auch gar nicht mal so fleckig aus oder so. So gefällt mir der matte Ton als Basis schon mal ganz gut. Ja, ich habe ja irgendwas erzählt von wegen, nee, keine Hilfsmittel und so. Das, was ich aber immer, auch bei sehr, sehr teuren Lidschattenpaletten als Hilfsmittel nehme, ist nun mal der NYX Glitter Glue. Ich habe sehr viel Bewegung in meinem Gesicht, weil ich ja einfach auch viel rede und einfach meine Augen bewege. Und deswegen nehme ich mir so einen Synthetikpinsel, mache mir da so ein kleines Würstchen von dem Primer drauf und gebe mir das dann auf mein bewegliches Lid. So, dann habe ich gesagt, möchte ich gerne diesen rosa flockigen Ton nehmen und der ist wirklich also sehr, sehr schön. Muss also wirklich ein ganz toller Ton. Und den tupfe ich mir jetzt hier erstmal drauf. Das ist ein spektakulärer Ton. Ich mag den. Das harmoniert auch ganz gut mit diesem Braun zusammen, ne? Dann nehmen wir diesen ganz, ganz hellen Ton, der auch natürlich ein Schimmerton ist. Und den setze ich mir dann erstmal hier in, um zu sehen, wie dunkel oder hell der ist. Ja, kann man machen. Und ziehe den dann auch in meinen Innenwinkel rein. Das hat schon was Schönes, muss ich sagen. Das mag ich gerne. So, und wenn ich jetzt noch mutig bin, dann setze ich mir ja den anderen Schimmerton, diesen Türkisen, an den unteren Winterkranz auch noch, ne? Genau, an den Wimpernkranz. Dann nehme ich mir einen ganz fest gebundenen Smudgerpinsel. Keine Ahnung, ob der jetzt lange halten wird oder ob der jetzt wirklich über den Tag runterrieseln wird oder so. Aber ich versuche es einfach mal, dass ich mir den hier jetzt aufnehme. Ich finde den Ton an sich nämlich wunderschön, ne? Und setze mir den dann hier einfach unten drunter. Das gibt so einen leichten türkisen Touch noch mit dabei. Dann gehe ich für innen nochmal in diesen hellen Schimmerton, um das hier so zu verblenden. Und für außen dann nochmal in das Braun. Und Leute, so gefällt mir der Look wirklich gut.
ne, mit der kleinen Palette diesen Look geschminkt. Ich finde, das sieht schon gut aus. Da kannst du jetzt nicht krass abwechslungsreiche Looks mit schminken. Da braucht man sich keine Illusionen machen. Aber ich finde dieses rosa Duochrome-Gedönsen fantastisch. Mega harmonisch auch mit diesem anderen Schimmerton, wo man halt einen tollen Übergang zu machen kann. Aber die Töne an sich passen auch ganz gut so zusammen. Dann gehen wir zu der kleinen Meerjungfrau zurück und nehmen diesen Eyeliner, den ich hier habe. Auch das ist so ein, Filz-Eyeliner und der hat eine opulente Spitze. Ich weiß nicht, muss man hier hinten drücken? Nee, das ist einfach nur zu Festhaltezwecken, ne? Genau. Die kann man machen. Das finde ich schon sehr, sehr schön, ne? Also ich finde, so ein Eyeliner macht halt einfach generell nochmal so eine andere Augenform. Und das, also es sieht nicht mehr so traurig aus. Es sieht irgendwie so freundlich und yay, ne? Das mag ich. So, ich habe es jetzt noch ein bisschen steiler gemacht, einfach weil ich hier ein bisschen eskaliert bin und dann habe ich danach gezogen. Also, ich finde den Eyeliner an und für sich schön, also damit lässt sich eigentlich auch relativ gut arbeiten, aber er malt halt nicht so krass tief schwarz, sodass man da dann immer wieder noch ein bisschen drüber muss. Das kann vielleicht für die ein oder andere etwas nervig sein. Und ja, aber es macht ein schönes, solides Ergebnis, finde ich persönlich, ne? Kann man auf jeden Fall machen. So, ich habe jetzt kein Fixing Spray oder so, deswegen nehme ich halt das, was ich aktuell aufbrauche. Das ist hier meins von Benefit. Mag ich sehr gerne. Und dann biege ich mir meine Wimpern zurecht, damit die Mascaras gleich auch richtig schön glänzen können. Denn ich habe zwei Mascaras, die ich jetzt gerne verwenden möchte. Ich kann euch auch schon mal so ein bisschen sagen, dass ich eigentlich nicht denke, dass die hier viel Wawawum macht. Aber das ist eine 30 Days Extension Mascara, Daily Treatment. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich die wirklich jeden Tag so als unten drunter Mascara verwenden würde, dass dadurch dann ja auch die Wimpern quasi wachsen oder nicht abbrechen halt, weil die hat irgendwelche Öle mit drin. Das ist meistens eher so, dass dann solche Mascaras halt nicht so mega krass Wawawum machen, aber halt die Pflege mit dabei haben. Also eine 1A-Kombi-Mascara eigentlich. Die schaut so aus. Wir haben hier ein Gummibürstchen, was aussieht wie ein Tannebaum. Sehr, sehr lang. Also du wirst da auch recht gut an den Innenwinkel drankommen. Und die riecht soweit nach nichts, was ich ganz sympathisch finde. Und dann habe ich hier auch noch von Kiko aus der Holiday Premiere die Volume & Curl Mascara. Ja, sie war einfach hübsch, ne? Und da habe ich mir auch überlegt, dass das vielleicht auch eine gute Mascara sein könnte, die Wawawum macht. Weil die hat so ein fancy Bürstchen, was bei mir eigentlich ganz gut funktioniert. Und zwar ist das so ein bananenförmiges Bürstchen, was sehr opulent ist. Es ist ein Faserbürstchen und jetzt machen wir die drauf. Die kommt auf diese Seite und die kommt auf diese Seite. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich bin überrascht von allen beiden. Ja, meine Wimpern sind aktuell auf ihrem Zenit angekommen. Ich bin jetzt kurz wieder davor, dass meine Hormone wieder anders werden und dementsprechend werden sie dann sehr wahrscheinlich auch bald etwas mehr ausfallen. Also ich habe jetzt quasi mehr oder weniger aktuell meine maximale Länge, durch das Granulash-Wimpern-Serum natürlich in der Infobox verlinkt. Aber ich hätte zum Beispiel von dieser 30 Tage mach mir lange Wimpern-Mascara, also von dieser Seite, nicht erwartet, dass die halt so gut performt. Also die sieht schon echt gut aus. Sie macht schöne schwarze Wimpern. Sie macht eine Länge mit rein und es funktioniert wirklich klasse. Und hier hätte ich erwartet, dass wir doch ein bisschen mehr Verklebung bekommen. Haben wir aber nicht. Also ich glaube, die Mascara ist auch für viele Leute was, die sich sonst ein bisschen davor scheuen, Wawawum Wimpern zu haben mit Fliegenbeinen. Ne? Denn das macht sie nicht wirklich. Also ich habe ja derbe getuscht auf beiden Seiten. Und ich finde, das Ergebnis spricht für sich. Beide sehen richtig gut aus. Und mag ich gerne leiden, kann ich definitiv alle beide empfehlen, ne? Also ich habe heute Morgen nicht drüber nachgedacht, dass ich diesen Look schminke. Und trotzdem passen die Farben voll gut zu meinem Outfit. Denn ich habe einfach so einen blauen Pulli hier ja an. Und darüber habe ich ja so eine altrosa Hoodie-Geschichte. Passt voll, ne? Also ich finde das gerade richtig geil. Okay, ja. Dann habe ich jetzt einen Lip Liner, auch aus der Little Mermaid Limited Edition in der Farbe 01. Der könnte jetzt gegebenenfalls ein bisschen sehr leberwurstig werden, aber das müssen wir uns mal genauer anschauen. Ja, ist aber eigentlich bei Lip Liner nicht ganz so schlimm, weil das hat immer eine gute Basis dann. Ne? Also das ist eigentlich immer positiv bei mir. Vor allem, wenn die noch einen leichten Orange-Stich mit drin haben, dann macht das auch ein bisschen weißere Zähne. Ja, Little Mermaid passt schon, weil das Ganze sieht jetzt ein bisschen wasserleichenmäßig aus.
Aber also theoretisch finde ich diese Farbe auch gar nicht so schlimm. Darüber einen klaren Gloss und dann passt es definitiv auch zu diesem Look. Das ist sehr, sehr, also der Stift ist herausdrehbar, sehr, sehr weich. Ne? Also da wird man den sehr wahrscheinlich auch recht schnell aufbrauchen, wenn man den, so wie ich jetzt, auch auf die ganze Lippe gibt. Und ich gebe mir jetzt aber darüber einen Lippenstift und zwar ist der aus der Holiday Premiere. Die Farbe 01 und ja, das ist ja ne, so ein bisschen adaptiert in, an andere, die das ja auch so ähnlich haben, dass du halt hier oben drauf drückst, dann kannst du hier unten dran ziehen, aber hier musst du etwas kräftiger ziehen und das Ganze ist etwas wackeliger. Und dann hast du hier deinen Lip-Stylo und der könnte farblich jetzt auch echt gut aussehen, weil das so ein bräunlicher Ton ist. Sehr gut passt das sogar. Wow, der riecht auch so vanillig. Mm. Oh, das mag ich. Also, ich glaube, diese Lippe, man liebt sie oder man hasst sie, weil die halt wirklich sehr gräulich halt auch ist, ne? Und dementsprechend nicht ganz so lebendig aussieht, wie wenn man jetzt irgendwie so einen rosanen Lippenstift hat oder so. Ja, und das hält hier echt nicht gut dran, Leute. Das ist nicht so hochwertig gemacht. Nun, ich habe jetzt meinen Look fertig und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin froh, dass ich mir beide Foundations geholt habe. Weil ich so gemerkt habe, dass ich diese hier sehr, sehr schön finde und diese hier so gar nicht. Ich finde, vom Ergebnis her ist es aber wirklich gut geworden. Die Mascaras gefallen mir, die Puder gefallen mir alle so für sich. Wobei ich sagen muss, dass ich vielleicht dieses lose Puder ein bisschen zu krass sogar finde, für mich schon. Ne? Also das ist sehr, sehr hell. Ich sehe es auch im Display. Der Concealer muss nicht unbedingt sein, genauso wie das Augenbrauenstift-Ding. Ne? Aber ansonsten kann ich auf jeden Fall sagen, Leute, guckt da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr möchtet. Die haben halt ständig die Produkte auch immer schnell reduziert. Also alles ist in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal vorbei und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.